Aufgabe 3, Grundlagen der Vektorrechnung, sagt schon, dass hier wirkliche Basics abgefragt werden. Also schauen wir mal, wir haben vier Vektoren gegeben und eine Zahl. Skalar ist ja ein anderes Wort für Zahl. Gut, und da steht jetzt, man soll verschiedene Aussagen bewerten und ankreuzen. Der Betrag eines Vektors kann auch eine negative reelle Zahl sein, ist natürlich ein Blödsinn, weil ein Betrag ist immer positiv. Ein Betrag eines Vektors ist eine Länge und eine Länge äh, kann nicht negativ sein. Gut, das Ergebnis. Zahl mal Vektor ist wieder ein Vektor. Na, natürlich, was denn sonst? Wenn ich einen Vektor mit einer Zahl multipliziere, wird er länger oder kürzer oder dreht sich um 180 Grad, wenn es eine negative Zahl ist, aber es bleibt ein Vektor. Also das Kreuzel gehört gesetzt. So, jetzt steht da. Der Vektor c ist gleich a plus b. Ist immer länger als der Vektor d ist gleich a minus b. Das bedeutet, folgende Aussage wird hier getätigt: Wenn ich zwei Vektoren zusammenzähle, dann ist das Ergebnis immer länger, also der Betrag sozusagen, als wenn ich dieselben beiden Vektoren subtrahiere. Und das ist nicht für alle Vektoren richtig und das kann ich auch gleich herzeigen. Da hätten wir einen Vektor a und da einen Vektor b. Und wenn ich die beiden Vektoren zusammenzähle, sie sind hier schon richtig aneinander gestückelt, dann ist ja das das Ergebnis. Ja, das ist der Vektor c. Wenn ich aber a minus b rechne, muss ich ja den Vektor b um 180 Grad umdrehen. Dann zeigt er in die Richtung. Und wenn ich jetzt a minus b rechne, dann kriege ich diesen Ergebnisvektor und wir sehen sofort, a minus b ist viel länger als a plus b. Also. Das muss nicht immer stimmen, deswegen darf man das nicht ankreuzen. Gut, das Ergebnis des Vektorprodukts ist ein Vektor. Gut, wer hier nicht ankreuzt, ist eh selber schuld, weil da ist ja die Antwort schon in der Frage enthalten und das ergebnis des skalarprodukts ist ein vektor wie gesagt wer hier ankreuzt ist auch wieder selber schuld weil skalar bedeutet ja zahl deswegen kann das kein vektor sein also was war richtig dass das nicht nummer 2 war richtig nummer 3 war falsch nummer 4 war wieder richtig und nummer 5 war wieder falsch